Über Scheduling gesprochen, also Instruction Scheduling von Compilern, das man im Compiler machen kann. Und wir hatten dann auch dieses nette kleine Beispiel mit der Schleife, bei der wir dann, nachdem wir sie ausgerollt hatten, viele Instruktionen hatten, die wir umsortieren konnten. Diese Umsortiererei, die kann man auch dynamisch im Prozessor veranstalten. Und nachdem man heutzutage ja massenhaft Transistorfunktionen in so einem Prozessor hat und es kein Problem ist, da auch mal ein paar Millionen für so eine Aufgabe zu investieren, für so eine logische Schaltung, die sich um das dynamische Scheduling kümmert, für mehrere Funktionseinheiten, kann man da auch vernünftige Algorithmen implementieren, die sich um dieses Dynamic Scheduling kümmern, also zum Beispiel den Delay-Slot füllen oder naja, allgemeiner, die in so eine Warteschlange reinschauen und die nächste Instruktion nehmen, die da ausführungsbereit herumliegt. Wir haben uns das dann hier angeguckt, so eine Datenstruktur zur Verwaltung von dieser Warteschlange und von den Funktionseinheiten und von den Registern. Und Sie sehen, dass man an diesen Statusinformationen, die hier drin stehen, die hier eingetragen sind, entscheiden kann, wie weit denn die einzelnen Funktionseinheiten mit der Arbeit sind, in welchem Zustand die Instruktionen sind, sodass man ja, hier in die Warteschlange gucken kann und sobald die hier oben weg ist oder hier der Adder hier wieder frei ist, also hier ein False drin steht, dann kann man die nächste Addition zur Ausführung bringen. Wenn hier unten noch eine Load oder sowas stehen würde, dann würde man sich freuen, dass man das hier in die Integer Unit reinstecken kann, denn die ist ja schon fast fertig, die müssen wir bloß noch hier oben auf False setzen. Eine andere Technik, eine modernere Technik in Anführungszeichen, um so eine, ja, das Instruction Scheduling besser und das Register Renaming besser in die Architektur gesamthaft zu integrieren. Das sind die Reservation Stations, die auf den Bob Tomasulo zurückgehen. Und die Idee ist dabei, dass wir die vielen Funktionseinheiten nicht mehr so, na, sozusagen so sternförmig unter uns haben, mit dem Scheduler, sondern dass die Funktionseinheiten untereinander, wir haben hier also die Funktionseinheit Load Unit, Store Unit und hier die Floating Point Addierer und Multiplizierer. Wir haben natürlich auch noch weitere Integer Addierer und wenn Sie ein Bild anschauen, wie es in so einem modernen Core Prozessor von Intel aussieht oder so einem i irgendwas, da sehen Sie dann auch, dass wir irgendwo mal so eine breite Leiste von mehreren Funktionseinheiten haben, 6, 7, 8 Stück. Integer, Adder, Multiplier, Floating Point, Adder, Multiplier und noch diese SIMD-Instruktionen, da gibt es dann auch nochmal ein paar Funktionseinheiten. Und andere Funktionseinheiten sind eben solche Load-Store-Units, die mit dem Speicher verbunden sind. Also hier, wenn jetzt die Load-Instruktion ausgeführt worden ist, dann kommt hier in den Load-Buffer hier hinein das, was geladen worden ist vom Speicher. Und wir können es, es wird dann hier auf den Common Data Bus angelegt. Und jeder kann jetzt sehen, jede von diesen Funktionseinheiten kann Register und die hier, die können jetzt sehen, dass da, naja, das Ergebnis von dieser Instruktion Y anliegt und sich entscheiden, ob die das Ergebnis von dieser Instruktion haben wollen. Also der Load Buffer, der Floating Point Adder, der Floating Point Multiplier und die anderen Funktionseinheiten, die wir haben, und diese Floating Point Register hier, die können den Inhalt hier auf diesen Common Data Bus legen und dann kann der Store Buffer entscheiden, ja, das will ich haben und in den Speicher schreiben. Dann kann der diese Reservation Station entscheiden, ich habe die Instruktion Add,
ich habe diesen Operanden hier und ich habe auch noch den zweiten Operanden. Jetzt kann ich hier anfangen. Und das ist auch wieder eine Warteschlange, eine kleine. Und hier gibt es jemanden, der schaut sich die Warteschlange an und entscheidet sich, diese Instruktion hat ihre Parameter oder diese Instruktion hat ihre Parameter, ich bringe sie zur Ausführung. Und auch hier drin findet dann diese Out-of-Order-Execution statt. Also sobald der hier gemerkt hat, ich habe den Parameter A, den Parameter B, dann kann er rechnen. Und dann wird das Resultat irgendwann später hier auf diesen Common Data Bus gelegt. Das heißt also dann auch, ich, der Floating Point Adder, habe diese Instruktion, die da, die Y, ausgeführt. Diejenigen, die das Resultat haben wollen, bitte zugreifen. Also der hier zugreifen, der hier zugreifen, dieses Floating Point Register File zugreifen und ins richtige Floating Point Register reinlegen. Die Instruktionen, die kommen hier oben an, in diese, na, wir schauen ja hier nur die DLX-FPU an, Floating Point Unit, und die Operationen werden hier auf die Reservation Stations verteilt. Der muss sich also überlegen, der macht Dekodierung. Welche Operation ist es? Addition, Subtraktion hierhin, Multiplikation hierhin, und der teilt den auch noch mit, ob es irgendwelche Immediates gibt, ne, die kommen ja hier eventuell raus, und welche Operanden es gibt. Also diese Information, diese hier, ne, welche Operation, oder nehmen wir das hier unten, welche Operation, welche Eingangsregister, welches Ausgangsregister, und ja, eigentlich diese ganze Zeile hier, die steht dann hier in diesen Reservation Stations drin. Und wenn wir hier 4 Einträge haben, dann können maximal 4 Operationen in einer Reservation Station in der Warteschlange stehen. Und der hier drin steckt dann ein kleiner Scheduler, der nachschaut, welche Operationen können wir jetzt hier zur Ausführung bringen. Und genauso das Load und das Store. Also das ist dieser Tomasulo-Algorithmus, den es auch schon eine ganze Weile gibt. Hier steht es ja. Ganz am Anfang war das ja für den teuersten IBM-Großrechner, und der natürlich auch super schnell war, diese 360/91, aber mittlerweile steckt das in eigentlich, ne, fast allen Prozessoren drin, die wir heutzutage so haben, die Out-of-Order-Execution können. Also das ist eine Einschränkung, ne? so ein Irgendwas-Prozessor oder die AMD 8086 kompatiblen, Intel-kompatiblen, die Power-PCs oder solche ARM-Chips, die haben sowas da eingebaut. Die sind ja auch, also die besseren ARM-Chips, die eben Out-of-Order-Execution können. Als nächstes möchte ich nochmal zu den Kontrollabhängigkeiten zurückkommen. Kontrollabhängigkeiten also in unseren Sprunginstruktionen, das kommt häufig vor, ne, so Schleifen, Verzweigungen hier in den Schleifen, ne, 1000 Mal rückwärts nach oben springen, ein paar Befehle zurück, also 100, 200 Bytes oder so ähnlich zurückspringen im Speicher, Verzweigungen, also if then else und case statements und so Zeug, und was man ja viel benutzen sollte, solche Assertions, if pointer ungleich nil, dann machen wir was und sonst machen wir eben nichts oder gibt eine Fehlermeldung aus. Die haben diese Branch Delay Slots und das kriegt man in der Pipeline kaum anders hin. Das haben wir ja gesehen, es muss irgendwie die Zieladresse ausgerechnet werden. Und das dauert eben einen Augenblick. Durch den Instruction Level Parallelism haben wir eigentlich auch mehr Instruktionen, die gerade verarbeitet werden. Und 20% von solchen Instruktionen sind Jumps. Und jetzt wollen wir gucken, dass wir nicht bei jedem Jump einen Delay-Slot haben, beziehungsweise dass wir nicht bei jedem Jump so lange brauchen, bis wir den erst ausführen können. Und dazu macht man etwas, das nennt sich Branch Prediction. Die triviale Branch Prediction ist, wir gucken uns den Befehl an. Wenn es nun Sprung zurück ist mit einem negativen Offset,
kann man ja einfach testen. Man nimmt den Offset, Sign Extension von dem Offset und schon sieht man, es geht zurück nach oben. Dann könnte man sich überlegen, wenn es also so ein kurzer, lokaler Sprung ist, Conditional nach oben, Branch not equal zero oder sowas ähnliches, dann sagen wir voraus, dass der ausgeführt wird. Wenn wir eine Schleife haben, die 1000 Mal läuft oder auch 750 Mal läuft, dann ist das eigentlich eine gute Vorhersage, dass sie ausgeführt wird. Die stimmt auch dann 1000 Mal, bloß einmal eben nicht. Es wäre also spekulativ ausführen, Sprünge, die so nach oben gehen, zurück nach dem Programmcode zu einer niedrigen Adresse gehen, von denen nehmen wir einfach an, dass sie ausgeführt werden. Da sind wir meistens richtig und einmal falsch. Wenn wir es falsch sind, falls wir eine Fehlentscheidung haben, dann müssen wir die ausgewählte Alternative, das was wir da gemacht haben, rückgängig machen, also die Pipeline putzen mit den Resultaten. Und die richtige Instruktion holen. Es kann also sein, dass wir dann schon in der Pipeline 3, 4 Zyklen verbraucht haben mit der falschen Instruktion, aber hoffentlich passiert das ja selten. Also wenn unsere Branch Prediction gut ist, dann passiert es selten. Wenn sie schlecht ist, dann haben wir ein Problem, dann kommt darauf an, wie die Kosten sind für das Rückgängigmachen. Dann verlieren wir sogar was oder zumindest gewinnen wir nichts. Im Verhältnis zu, wenn wir gar keine Branch Prediction haben. Wie kann man die Branch Prediction, also das hier ist eigentlich die entscheidende Idee, Vorhersage, wie kann man das organisieren? Wie kann man das gut machen? Und eine Idee ist, wir haben etwas, das nennt man Branch Prediction Buffer oder Branch History Table. Jedes Mal, wenn wir an einem Sprungbefehl vorbeikommen, merken wir uns, einen Teil der Adresse, die letzten Bits von der Adresse, also die Adresse relativ zu dem Ort, wo wir uns gerade befinden im Programm, wenn weit gesprungen wird, wird die natürlich wertlos, merken wir uns die Adresse und die Entscheidung. Also beim letzten Mal, als wir hier vorbeigekommen sind, in dieser Gegend, in unserem Programm, da ist dieser Sprung gesprungen, ist der Sprung ausgeführt worden. Die letzte Entscheidung für diese Adresse, nicht für den Befehl, sondern für diesen Adressteil, die niederwertigsten Adressbits, sagen wir die letzten 10 oder 12 Bits oder sowas. Wenn man es verbessern will, kann man natürlich auch noch ein bisschen größer machen, aber ja, dann wird die Implementierung schwieriger. Eigentlich brauchen wir ja nur eine kleine Tabelle und wenn so eine Tabelle 64 Einträge hat, dann müssen wir die ja jedes Mal auch durchsuchen, das kostet vielleicht auch noch ein bisschen Zeit. Aber um solche Caching-Sachen kümmern wir uns später nochmal. Ja, da steht die Entscheidung, die wir beim letzten Mal getroffen haben. Bei dieser Adresse, beziehungsweise bei diesen letzten Bits von der Adresse. Und wenn, das könnte zum Beispiel ein Zähler sein. Wir zählen von 0 bis 7. Nehmen wir das mal an. Und wenn wir gesprungen sind, wenn wir springen jetzt und die Sprungentscheidung richtig ist, dann zählen wir diesen Zähler 1 rauf und wenn die Sprungentscheidung nicht gesprungen wird, zählen wir den Zähler 1 runter. Und jetzt vergleichen wir mit n halbe, mit 4. Wenn wir da eine Zahl 4, 5, 6 oder 7 finden, also die letzten paar Male, der Zähler ist sozusagen in der oberen Hälfte, dann heißt das ja, wir sind ein paar Mal gesprungen, also springen wir wieder. Und hier, wenn dieser Zähler 0, 1, 2, 3 ist, dann entscheiden wir uns, wir sind letztes Mal nicht gesprungen, springen wir auch wieder nicht. So einen Puffer kann man zum Beispiel 4096 Einträge groß machen, a 2 Bit, 2 Bit für diesen Zähler. 4096 Einträge, also wir haben die letzten 12 Bit von der Adresse. Und jetzt schauen wir einfach in diesen Puffer rein, mit den letzten 12 Bit von der Adresse, sehen an der Stelle, da war letztes Mal auch ein Sprung und der ist die letzten 2 Male ausgeführt worden. Also der Zähler steht auf 2. Also springen wir wieder. Wenn dieser Zähler hier von 0 bis 100 bis 3 geht, ne, bei 2 Bit, dann würden wir nicht mehr als 3 da reinzählen.
Wenn wir dann mal falsch uns entschieden haben, oder wenn wir nicht gesprungen wird, nicht falsch entschieden, also wenn nicht gesprungen wird, dann zählen wir das runter, eventuell auch auf 0. Man hat ja getestet bei den Benchmarks und mit so einem Puffer, naja, hier das sind 8000 Bit, nicht viel, das ist ja eigentlich nur Kilobyte. Mit so einem Puffer schafft man in der Größenordnung, je nach Programm, das ausgeführt wird, über 80%, manchmal auch so bis zu 99% zutreffende Vorhersagen. Und das ist ja eigentlich schon ziemlich gut hier. Sagen wir mal, im Mittel 10% falsche Vorhersagen, das können wir akzeptieren. Da gibt es auch noch weitere Tricks, solche korrelierten Prädiktoren für abhängige Sprünge. Da kann man natürlich auch trefflich noch forschen und Veröffentlichungen anfertigen, um ja, so Techniken zu finden, mit denen man das hier noch ein bisschen besser kriegt. Und es geht ja auch gerade um, naja, wenn man sowas macht, um irgendwelche interessanten Workloads. Interessante Programme, bei denen man noch ein Prozent oder sowas rausholen möchte. Aber das hier ist schon gar nicht so schlecht, wie ich finde. Schauen wir uns nochmal ein Beispiel an. Wir haben also hier Internetinstruktionssatz, wir vergleichen A und B. Internetinstruktionssatz, ja. Wir springen bei less equal zum else-Fall, sonst machen wir das hier und überspringen das da. Also wir laden hier eine 0 und hier eine 1. If irgendwas, irgendeine Variable größer als eine andere Variable, a größer b, dann schreiben wir da 0 rein und sonst schreiben wir 1 rein in das ECX. So, wenn wir jetzt hier stehen an bei dieser Sprunginstruktion, dann müssen wir uns eben überlegen, holen wir den Befehl oder holen wir als nächstes den Befehl, das ist der Conditional Jump, und diesen oder jenen, und jetzt führt der Prozessor eben spekulativ das oder das aus, je nachdem, was ihm die Branch Prediction Table so vorhersagt. Bei diesen älteren Pentiums, da, das habe ich mal rausgesucht, Intel ist nur teilweise auskunftsfreudig bei solchen Implementierungsdetails. Da gibt es zum Beispiel einen Puffer mit 512 Einträgen, wieder bezogen auf die Adresse des Sprungbefehles, und da steht dann drin, ob der Sprung letztes Mal ausgeführt worden ist oder nicht. Und in einem Diagramm, wenn wir jetzt hier ein Stück Code haben, auch wieder Intel-Code, hier vergleichen, springen ja oder nein, dann wird an dieser Stelle, wenn da ein Sprung steht, diese Sprungvorhersagefunktion genommen und angefragt, sollen wir den Sprung jetzt nehmen oder nicht? Dann sagt er zurück, ja, letztes Mal hier bei dieser Adresse 03, letztes Mal sind wir gesprungen, also springen wir wieder. Das ist die Vorhersage hier. Am Anfang müssen wir natürlich, wenn hier nichts drin steht, Statussprünge vorhersagen. Bei bedingten Rückwärtssprüngen ist die statische Vorhersage, ja, wir springen. Bei bedingten Vorwärtssprüngen ist die statische Vorhersage, wir springen nicht. Das kommt einfach aus Programmstatistik heraus. Wenn dann hier irgendwann mal was drinsteht, kann der ein bisschen bessere Vorhersage machen. Aber Sie sehen, dass bei einer Schleife, wo wir ja, dann häufig wieder nach oben zurückspringen, da wird die Sprungvorhersage immer sagen, spring wieder für den Sprung aus, und dann kann die richtige Alternative genommen werden. Wenn wir sowas haben wie if Pointer ungleich nil, dann wird zum Beispiel der Sprung, der ist einer, der nicht ausgeführt werden soll. Ne? Denn da würde ja dann, falls Pointer ungleich nil überspringen, falls Pointer ist gleich nil, dann Fehlermeldung und sonst springen. Das müssen, da steht dann eben, meistens ist ja die Bedingung erfüllt, dass der Pointer nicht nil ist, dass wir was machen können. Das ist ja nur so eine Sicherheitsabfrage. Das heißt, da würden wir gerne meistens nicht springen, sondern das ausführen, was wir wirklich ausführen wollen, wenn der Pointer ungleich nil ist. Ne?
Und jedes Mal, wenn Sie sowas in Ihr Programm reinschreiben, dann denken Sie daran, dass wahrscheinlich die Sprungvorhersage sagen wird, der Pointer, der ist anständig besetzt und nicht null. Man muss aber auch darüber sprechen, was passiert, wenn wir mal was Falsches, eine falsche Prädiktion machen. Also wir müssen eventuell Strafzyklen, auf Englisch sagt man Penalty, wenn man eine falsche Prediction macht. Die Strafzyklen, wenn man korrekt vorhergesagt hat, dass der Sprung nicht ausgeführt wird, dann gibt es keine Strafzyklen. Wenn wir korrekt vorhersagen, dass der Sprung ausgeführt wird, dann gibt es zum Beispiel bei diesen P2 und P3s einen Strafzyklus. Und wenn wir falsch vorhersagen, je nach Situation, gibt es teilweise bis zu 26 Strafzyklen. Also verlorene Zyklen. Da ist nicht niemand, der uns wirklich bestraft, du bist böse, sondern na, das ist halt das, was passiert. Und der Penalty ist vielleicht ein bisschen martialisch. Die nächste Möglichkeit, und wie ich finde, eine etwas raffiniertere Möglichkeit, das ist dieser sogenannte Branch-Target-Buffer. Und bei dem Branch-Target-Buffer, da überlegen wir uns nicht, wird gesprungen oder wird nicht gesprungen, sondern wir überlegen uns, wo geht's hin? In der Regel steht also hier eine Instruktionsadresse in so einem Array drin und rechts daneben steht, der ist letztes Mal zur Adresse AFFE gesprungen. Also, wenn wir eine Instruktion laden, egal welche, das muss nicht mal ein Sprung sein. Irgendeine Instruktion wird geladen und wir schauen hier rein, ob die Instruktion hier drin steht, ob die Instruktionsadresse hier drin steht. Wenn die Instruktionsadresse drin steht, dann wissen wir, das ist wahrscheinlich kein Sprung, wir führen die Instruktion einfach konventionell aus und machen mit der nächsten Adresse weiter. Vielleicht war es aber auch ein Sprung, den wir noch nicht kannten. Wenn es ein Sprung ist, den wir noch nicht kannten, dann wird der konventionell evaluiert, vielleicht auch noch statische Sprungvorhersage. Und es wird eingetragen, was passiert. Also wir tragen dann die Adresse von dieser neuen Sprunginstruktion hier ein, zum Beispiel hier, und schreiben hier hin, wo es hingegangen ist beim letzten Mal. Und hier hinten noch einen kleinen Zähler, wie oft das denn dann geklappt hat. Also wenn wir den zum ersten Mal eintragen, tragen wir hier die Adresse von der Sprunginstruktion ein, tragen hier ein, wie der neue Programmzähler denn war, mit dem wir weitergemacht haben, und tragen hier einen Einser. Das ist ja frisch und er ist auch gleich einmal genommen worden. So, jetzt kommen wir hier wieder an, ein bisschen später, 117 Instruktionen später, mit derselben Instruktion. Wir finden also hier, wir haben jetzt einen Hit in dem Branch-Target-Buffer, stellen fest, aha, der ist beim letzten Mal hierhin gesprungen und das ist auch schon häufiger passiert. Und dann nehmen wir wieder diesen Sprung. Also, falls der PC, der Programmzähler, in dem Branch-Target-Buffer drinsteht, dann ergibt sich der PC, der nächste PC, mit dem wir weitermachen, zu diesem blauen Eintrag hier, Predicted PC, der hier in dieser Tabelle steht. Falls sich das Ziel mal ändert, der Sprung mal nicht ausgeführt wird, zählen wir den hier eins runter. Wenn der zu 0 kommt und kleiner ist als die Hälfte von den Bits, also wenn hier 2 Bits sind, wenn wir hier runtergezählt haben, wir sind bei 0 oder 1, tragen wir das neue Ziel hier ein. Wenn der hier noch auf 3 steht und wir machen mal, wir stellen fest, dass diese Adresse hier die falsche ist, dann zählen wir das nur eins runter und machen gar nichts. Beim nächsten Mal zählen wir es nochmal eins runter und machen auch nichts. Und beim dritten Mal, dann ist es ja dann auf 1, dann tragen wir hier das neue Ziel ein. Deshalb sind hier diese
ist dieser Branch Prediction Buffer hier auch noch drin. Das hier braucht wesentlich mehr Bits, und Sie können sich überlegen, eventuell 64 Bit bei einer 64 Bit Architektur hier auch nochmal, und dann haben wir hier eine ganze Menge Einträge. Das ist schon ordentlich Speicher, aber bei ein paar Milliarden Transistoren auf so einem Chip stört das gar nicht mehr so sehr. Also dieser Branch Target Buffer, ich finde, das ist die vernünftige Verallgemeinerung von der Branch Prediction. Uns interessiert nämlich eigentlich gar nicht, wird er ausgeführt oder wird er nicht ausgeführt. Was uns interessiert ist, wir haben eine Instruktion, wo geht es weiter? Mit welcher Instruktion geht es jetzt dann weiter? Und wenn wir Glück haben, können wir damit auch solche tabellenbasierten Sprünge in manchen Architekturen in den Griff kriegen. So indirekte Sprünge, registerbasierte Sprünge und sowas können wir dann auch damit noch in den Griff kriegen und nicht nur diese relativ zum PC-Sprünge mit einem Offset. Ja, also hier kommt eine vorhergesagte Sprungadresse raus, wenn wir hier den Programmzähler hier in der Tabelle finden. Sonst ist es kein Sprung oder ein Sprung, den wir noch nicht kennen. Jetzt haben wir die wichtigsten, eine ganze Menge von den Gebieten abgearbeitet, wie wir so eine Pipeline beschleunigen können. Ich möchte nochmal hier zusammenfassen. Denn letzte Stunde eigentlich habe ich mich mit solchen superskalaren Architekturen befasst. Wir haben, superskalar ist eine Architektur, das ist auch so ein Stichwort, das immer wieder rumgeistert, Superscalar Architecture. Wir haben die Möglichkeit, mehrere Instruktionen anzustarten und an mehreren dann auch parallel zu arbeiten. In den Funktionseinheiten ergeben sich sogar parallele Pipelines, mehrere parallele. In diesen einzelnen Funktionseinheiten drin. Die neue Pipeline sieht also so aus, dass wir hier die Instruktionen puffern, hier noch ein bisschen was damit machen, lassen wir das erstmal so, und dann wird es verteilt, die Instruktionen, auf mehrere parallele Ausführungseinheiten. Ja. Integer, Integer, Alu, Floating Point, Add, Floating Point, Multiplier, SIMD-Instruktionen, Load, Store. Jetzt fällt mir hier nichts mehr ein. Na, bauen wir hier noch eine weitere Integer, Alu ein. Hier stehen die Instruktionen drin, die gepufferten. Die werden hier auf die Reservation Stations verteilt. Common Data Bus und all das gibt es natürlich hier auch. Natürlich gibt es Abhängigkeiten zwischen den Instruktionen, und deshalb gibt es die Reservation Stations. Darüber haben wir gesprochen. Nun ist die Frage, wer hier diese Instruktionen verteilt, wie das verteilt wird. Eine Technik, die auch zwischenzeitlich mal sehr beliebt war, die auch in den Grafikprozessoren von diesen Radeon-Grafikprozessoren auftaucht oder verwendet wird, bis, ich glaube, Ende 2011. Also Sie können immer noch solche Radeon-Grafikkarten kaufen mit diesem Fliff, die neueste Architektur von den Radeons ist aber anders. Aber naja, so das, was man so als Radeon gemeinhin in seinen Laptops noch hat, das ist noch so eine Fliff-Architektur. Bei der Fliff-Architektur, Very Long Instruction Word, da macht diesen Job hier der Compiler. Der steckt in ein Befehlswort zum Beispiel 4 Instruktionen hinein. Bis zu 4. Hier zum Beispiel einen Load, hier einen fAdd, sagen wir mal, hier einen fMul und das hinten bleibt, sagen wir mal, leer.
dann haben wir das geplante Compiler auch. Dann haben wir meinetwegen hier ein Store und einen Integer Add. Ja, den schreiben wir mal hier ganz hinten hin, Integer Add. Was weiteres haben wir nicht. Für den Floating Point Adder und für den Floating Point Multiplier haben wir keine Instruktionen. Das hier statisch vom Compiler geplant für diese Very Long Instruction Words. Eine ganze Menge von den digitalen Signalprozessoren, also Spezialprozessoren, die wir in unseren Handys haben, für die Funkverarbeitung, die benutzen auch diese FLIF-Architektur. Da werden die Funktionseinheiten, die mehreren, die wir haben, statisch irgendwelchen Slots hier in diese Instruktion zugeordnet, und so ein Instruktionswort ist dann typischerweise 128 Bit breit. 4 mal 32 eben. Und in jede passt so eine RISC-Instruktion rein. Beim Crusoe, da steht noch oben da dabei, das muss ich noch löschen. Das habe ich vorher in der Vorlesung erzählt, das erzähle ich jetzt nicht mehr, weil dieser Crusoe-Prozessor endgültig gescheitert ist. Das war mal ein Versuch, eine sehr stromsparende Intel-Architektur zu bauen von einem Konkurrenzunternehmen. Die Firma hieß Transmeta. Die haben einige ganz interessante Forschungsresultate in ihrer Prozessorarchitektur implementiert. Und die war auch ganz schnell und flott, und die hätten auch eine Chance am Markt gehabt, wenn sie nicht bei der Produktionstechnik einen Fehler gemacht hätten. Erst haben sie diese Chips, den ersten Crusoe, irgendwie 9 Monate zu spät ausgeliefert an die Lieferanten. Die hatten schon fertig die Laptops gebaut, die lagen da in großen Lagern herum, Hunderttausende von Laptops, die die damit verkaufen wollten. Nur der Prozessor hat gefehlt, weil die den nicht liefern konnten. Und als sie ihn dann geliefert haben, ich glaube, dann hat er auch noch einen Fehler gehabt. Also das war eine ziemlich unangenehme Erfahrung, nicht nur für diese Firma Transmeta, sondern auch für die, ich weiß nicht, ob es Toshiba war oder Fujitsu oder so jemand, die dann, oder Panasonic war es, glaube ich. Jedenfalls eine von diesen großen japanischen Firmen hatte dann irgendwie in der Größenordnung von 100.000 fast fertig gebauten Laptops rumliegen, und die haben sie dann erst irgendwie fast ein Jahr zu spät auf den Markt bringen können, und dann wollte die keiner mehr, weil sie dann auch nicht mehr aktuell waren. Also es war finanziell ein kleines Desaster. Ja, weitere Techniken zur superskalaren Architektur, das ist dieses EPIC, Explicitly Parallel Instruction Computing. Das ist eigentlich von Intel entstanden worden für diese IA64-Architektur, der Itanium, von dem manche von Ihnen vielleicht mal was gehört haben. Intel hat immer mal wieder so parallele Projekte gestartet, neben der 8086-Architektur, um die zu ersetzen. Da gab es mal diesen IAPX32-Prozessor, der mittlerweile sogar völlig weggeputzt ist von der offiziellen Intel-Webseite, über den man gar nicht mehr so viele Informationen im Internet findet. Eine alternative Architektur für den 8086, mit dem Intel das richtig machen wollte, aber kommerziell ein Desaster. Denn dieser Itanium ist ja auch eher ein Desaster geworden, das haben Sie vielleicht noch mitgekriegt, manche Leute nennen den Chip ja Itanic. Hier zum ersten Mal ausprobiert haben sie dieses Explicitly Parallel Instruction Computing. Und die Idee ist, wir kümmern uns gar nicht so sehr um Prediction, welche denn ausgeführt wird, in welchem Zweig es weitergeht von unserem Programm. Wir haben genügend Execution Units, die leer stehen, dass wir einfach beide Zweige ausführen. Wenn wir einen Sprung finden, dann versuchen wir es mal mit dem einen und mit dem anderen. Wir führen voll spekulativ aus, in unserer Pipeline, in den Funktionseinheiten, beide Zweige. Und wir sind an dieser Stelle und wir haben den Sprung, den Bedingten. Dann stecken wir beide Instruktionen, die danach kommen, in die Pipeline und fangen mal an zu rechnen. Und das eine ist, machen wir so ein Label dran, die Adresse und taken, und die Adresse hier, das ist die Adresse hier,
not taken. Und dann geht es hier weiter, noch ein paar Instruktionen. Dann hat es hier vielleicht noch eine Verzweigung mit weiteren Instruktionen. Und dann haben wir hier wieder A2, A2T und A2NotT. Irgendwann haben wir uns mal entschieden, ob dieser Sprung genommen wird. Dann nehmen wir an, er wird tatsächlich genommen, dann wird dieser Teilbaum aus der Pipeline gelöscht. Und die Resultate auch. Und wir nehmen das, was hier passiert ist. Das ist dieses EPIC. Spekulative Ausführung einfach aller Zweige auf Vorrat. Wenn man es sich leisten kann. Also das hat Intel da mal eine Zeit lang verfolgt. Ich weiß nicht, ob das heutzutage noch gemacht wird in den jüngsten Architekturen. Aber es ist auch immerhin eine irgendwie schlaue Idee. Was man auf jeden Fall macht, diese superskalare Ausführung in vielen modernen Prozessoren, all die out of order können, mehrere Befehle gleichzeitig starten. Vielleicht nur zwei, aber manche starten auch bis zu 8 Befehle gleichzeitig an in ihrer Pipeline. Das ist, da hat man natürlich diese Hazard-Abhängigkeiten. Wir holen auch jetzt nicht mehr nur einen Befehl aus dem Speicher, wie wir das in der MIMA gemacht haben, wie wir das uns bei der DLX angeschaut haben, sondern man holt immer gleich eine ganze Menge über den Bus 64, 128 Bit, also 2 oder 4 Instruktionen, vielleicht auch noch mehr Instruktionen. So viel, wie man in einer Bustransaktion vernünftig, in einer Speicherbustransaktion vernünftig transportieren kann, das müssen wir uns gleich noch anschauen, was man da denn so transportieren kann in einer Speichertransaktion. Das hat auch was mit Cachen zu tun, das müssen wir gleich besprechen. In der einfachsten Variante, die wir hier besprochen haben, so eine Integer-Instruktion, eine Floating-Point-Instruktion zum Beispiel, wenn wir das dynamisch planen, wie wir diese vielen Funktionseinheiten auffüllen, befüllen mit Befehlen, die nützlich sein können, dann müssen wir das mit so einem Scoreboard oder dem Tomasulo-Algorithmus machen. Haben wir ja besprochen. Also Zusammenfassung von dem, jetzt machen wir den Computer mal schneller, also das Nachfolgekapitel zur MIMA. So eine Pipeline steigert den Durchsatz, weil die Phasen der Verarbeitung entkoppelt sind. Und der Instruction Fetch, der kann, nachdem wir ihn gemacht haben und die Instruktion weiter wandelt in der Pipeline, kann sich der Teil der Pipeline, der sich um den Fetch kümmert, gleich noch die nächste Instruktion machen und die übernächste dann und so weiter, wie besprochen. Es ergeben sich diese drei Probleme, Datenabhängigkeiten, also Data Hazards, Namensabhängigkeiten, var und waf, die Ressource-Engpässe und die Control Hazards. Damit können wir umgehen, zum Beispiel die Layslot füllen und Schleifen ausrollen, Instruktionen einplanen im Compiler oder dynamisch im Prozessor. Darüber haben wir auch gesprochen. Also Instruktionen bedingt anstarten. Und uns dann entscheiden, ob es die richtige war oder nicht. Mit Instruction Level Parallelism gucken Sie mal hier, dieser Ausdruck Parallelism. Das ist der entscheidende Punkt, wie wir heutzutage unsere Computer noch richtig schneller machen können. Sie kennen ja wahrscheinlich alle dieses berühmte Moore'sche Gesetz, Moore's Law, eigentlich weniger ein Gesetz als einfach mal eine Vorhersage. Alle 18 Monate verdoppelt sich die Packungsdichte von solchen Prozessoren, von unseren Chips. Die Geschwindigkeit halten wir auch immer noch ein, Verkleinerung von Strukturen und so weiter, beziehungsweise die Geschwindigkeit verdoppelt sich. So, beides zusammen. Jetzt sind wir aber zu einem, nach vielen, vielen Jahren, Herr Moore, der hatte vorausgesagt, dass es noch ein paar Jahre gilt, aber dass dann vielleicht, viele Leute haben dann auch gemeint, dass in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts schon Schluss sein muss, war aber nicht. Und dann haben sie vorausgesagt, dass 2005 damit Schluss ist, ist immer noch nicht so richtig, es geht noch ein bisschen weiter. Was wir aber nicht mehr sehen, ist, dass die Geschwindigkeit deutlich schneller wird. Unsere Chips, die geistern, die wir einbauen können in unsere PCs oder auch in Supercomputer, die liegen irgendwie so seit
seit 10 Jahren in dieser Größenordnung zwischen, also im Desktop-Rechner, wo wir keine Stromversorgungsprobleme haben, in der Größenordnung von 3 GHz, ein bisschen mehr, 3,5 bis 4. Aber die Hoffnung, dass wir bald baldiger Bälde auf 10 GHz kommen, das können wir uns abschminken. Die Kurve mit den Taktraten, die ist flach geworden, sehr flach geworden. Da hat es physikalische Gründe dafür. Jetzt können wir die Struktur noch ein bisschen verkleinern, und das machen wir auch. Sie lesen es ja immer, das ist jetzt dann in der, was weiß ich, 14 Nanometer Technik, und jetzt wollen wir 10 Nanometer probieren oder noch weniger. Irgendwann hat man natürlich zu wenig Atomlagen, wenn die Strukturen zu klein werden, dass unsere Transistoren noch anständig funktionieren. Da gibt es auch physikalische Grenzen. Aber im Augenblick sind wir schon bei dem Punkt, wo wir ganz, ganz viele parallele Funktionseinheiten auf so einen Prozessor drauf bauen können. Und mehrere Kerne auf so einen Chip aufbauen können. Und noch viel Cache und sonst was drumherum. Und einer der nächsten Schritte ist, dass der Speicher nicht mehr extern dran ist, sondern so auf dem Prozessor obendrauf in so Schichten wohl drauf integriert wird. Da reden wir auch schon längere Zeit drüber, über solche Stacked-Architekturen, aber irgendwann kommt es dann schon noch, dass wir das RAM obendrauf integrieren auf unsere Prozessoren, dann gewinnen wir auch noch mal ein bisschen Zeit. Also Parallelität ist hier bei den Funktionseinheiten und dann bei den Prozessoren das, wo wir noch Geschwindigkeit rausholen können. Bei der Instruction-Level-Parallelism, der hat es uns ermöglicht, dass wir so weiter programmieren können wie bisher. Fast so weiter programmieren können wie bisher, wie in den letzten 50 Jahren. Und die Computer und die Software wird immer schneller. Naja. Doch, eigentlich immer schneller, auch die Software. Weil unten drunter die Prozessoren so viel schneller geworden sind. Also mit diesen Techniken, die wir hier besprochen haben, Completion Unit oder Retirement Unit, bewertet so eine spekulative Ausführung, überlegt sich, ob die Resultate zurückgeschrieben werden sollen oder nicht, wie ich das hier aufgemalt habe, mit Scoreboard und Tomasulu und mit Fliff und dem dynamischen Multiple Issue können wir diese parallelen Funktionseinheiten fast unabhängig von unserer Software ausführen. Manchmal kann man doch über so einen Fehler stolpern, der damit zu tun hat, aber ganz, ganz selten eigentlich. Der normale User eigentlich nicht. Der nächste Schritt, wie wir unsere Computer, also das hier dient alles, dieser Instruction Level Parallelism dient alles noch dazu, einen Thread schneller zu machen. Durch Out-of-Order Execution. Einen einzigen Thread. Und ab jetzt, ab diesem Zeitpunkt, also wir können die Geschwindigkeit nicht mehr so richtig erhöhen. Wir können nur noch mehrere Chips an die Aufgabe dran setzen, beziehungsweise mehrere Cores, die auf einem Chip drauf sind. Ab dann müssen wir auch anders programmieren. Wir müssen parallel programmieren, explizit parallel programmieren. Das hier ist so implizit parallel für einen Thread. Und das ist genau das Problem. Irgendein Gamer denkt sich, ach, mein Computer ist einfach viel zu langsam für dieses Game. 50 Frames pro Sekunde reichen mir nicht. Ich will 100 Frames pro Sekunde haben. Bei diesem Spiel, ich habe jetzt einen Prozessor mit 2 Kernen, ich kaufe mir jetzt einfach einen mit 8 Kernen. Und dann lässt er sein Spiel laufen, das ist kein bisschen schneller geworden auf dem 8-Kern-Prozessor, weil er, ich meine, das Erlebnis haben wahrscheinlich Millionen Gamer, die sich nicht gut genug informiert haben, weil nämlich sein Spiel überhaupt nicht multithreaded ist. Dieses multithreaded, also es ist uns jahrelang gelungen, den Hardware-Leuten, den Prozessor-Designern, es ist jahrelang gelungen, mit diesem Instruction-Level-Parallelism, das hat 20 Jahre gut funktioniert, die Computer schneller zu machen, ohne dass man anders programmieren musste. Aber jetzt ist es so, dass dieses Kapitel ausgereizt ist, weitgehend ausgereizt ist. Da kann man noch ein paar Prozent gewinnen, 3, 4, 5%, 3% jede neue Prozessorgeneration durch raffinierteres Instruktionsausführung, raffinierteres Scheduling und fleißiges Forschen da. Und
naja, vielleicht wird es irgendwann dann auch nur noch mal 1% pro Prozessorgeneration. Aber der eigentliche Zuwachs, der kann nur noch dadurch kommen, dass die Programme multithreaded werden, also viele parallele Ausführungsfäden haben. Aber das ist eine Herausforderung für uns, die wir die Software schreiben. Denn parallel programmieren, den Job nimmt uns im Augenblick keiner ab. Da gibt es keine, naja, es gibt schon so parallelisierende Compiler, aber die suchen auch nur nach den niedrig hängenden Früchten. Ne? Die gucken, irgendwo eine dicke Schleife ist, die man vielleicht parallelisieren kann. Aber hey, eine dicke Schleife parallelisieren kann ich auch relativ locker. Schwierig wird es, wenn wir so einen Parallelismus auf einer höheren Granularität organisieren müssen. Na gut, also das war so ja, der Punkt, wo wir jetzt mit der Beschleunigung der Instruktionsausführung in einem Thread sind. Wenn Sie sich dafür interessieren, wie man das bei mehreren Threads macht, wie man Architekturen baut, die mehrere Threads gleichzeitig ausführen können, beziehungsweise wie man so hochparallele Architekturen wie in Grafikkarten organisiert, General Purpose GPU Computing, dann müssen Sie im nächsten Sommersemester in meine Parallelrechnervorlesung kommen. Jetzt möchte ich in der technischen Informatik noch über Speicher reden, Speicherarchitektur. Bisher haben wir uns um Prozessoren gekümmert. Jetzt in diesem Kapitel möchte ich Ihnen erzählen, wie Speicher, den wir heute haben, von dem wir uns ein paar Gigabyte für kleines Geld kaufen können, wie die funktionieren. Zunächst mal so einen kleinen Überblick. Ne? Also was uns interessiert, sind solche Read-Write-Speichertypen. Speicher, in den wir reinschreiben können und in den wir aus wieder rauslesen können. Wobei Lesen die überwiegende Operation ist, und wenn wir typische Workloads anschauen, also typische Programme, dann wird in der Größenordnung von 80-90% der Zeit aus dem Speicher gelesen und in 10% der Zeit auch mal geschrieben. Insbesondere wenn wir mitzählen, dass wir ja auch das Programm mal, die Instruktionen mal laden müssen aus dem Speicher. Also das Read ist viel häufiger als das Write. Eine Technik, RAM aufzubauen, das ist mit Flipflops. Die Flipflops haben wir schon kennengelernt und wir haben darüber gesprochen, dass man so in der Größenordnung von 8 Transistoren für so einen Flipflop braucht. Und in unseren Registern benutzen wir diese Flipflops. Das ist statisches RAM. Und dann gibt es noch dynamisches RAM, das besteht aus einem Transistor und einem Kondensator pro Bit. Also viel weniger Aufwand pro Bit. Über das müssen wir eigentlich gleich sprechen. Dieses dynamische RAM, das muss gepflegt und gehätschelt werden. Und das ist auch nicht so richtig schnell. Im Verhältnis zu statischem RAM. Aber kommen wir dazu. Dann gibt es noch so EEPROM. Das kann man relativ flink lesen, so in der Größenordnung schnell von statischem RAM, aber das Schreiben geht ein bisschen langsam. Genauso ist das bei Flash Memory. Das Schreiben ist im Verhältnis zum Lesen langsam. Und als nächstes haben wir noch Festplatten, Bandspeicher, magnetische Medien. Und auch da gilt wieder, da ist der ganze Zugriff langsam, Schreiben und Lesen ist praktisch gleich schnell, aber der Zugriff generell ist relativ langsam. Wir haben auch schon über den Grund, Positionierungsdelay und so weiter, haben wir auch schon in den Grundlagen der Informatik gesprochen. Mal schauen, ob wir hier in der technischen Informatik noch dran vorbeikommen. Das führt uns, diese Eigenschaften hier führen uns zu einer Hierarchie. Das, was wir im Prozessor, in die Pipeline integriert haben, das haben wir schon besprochen, das sind solche Register. In der Regel Flipflops, Flipflop-Bänke. 64 Flipflops, 64-Bit, ein 64-Bit-Register. Danach, ein bisschen langsamer, aber auch noch komplett in den Prozessor integriert, ganz nah an der Pipeline, das ist Level 1 Cache. Der ist in der Kilobyte-Größenordnung wird der gemessen, der Level 1 Cache. Der ist ganz dicht an der Prozessor-Pipeline dran. Auch physikalisch dicht dran,
Denn Transport auf dem Chip kostet Strom und Zeit. Ein Zentimeter Transport kostet, glaube ich, viermal so viel wie eine Floating Point Multiplikation, Double Precision Floating Point Multiplikation, als Energie, also Stromverbrauch. Ein Zentimeter auf dem Chip dauert länger als 2 Millimeter auf dem Chip und außerdem kostet es 10-mal so viel Strom in der Größenordnung. Und Stromverbrauch ist ein Problem, nicht nur, weil Ihre Batterie von Ihrem Laptop leer ist, sondern weil Sie diese Energie auch wieder abtransportieren müssen mit dicken Lüftern und so weiter. Also diese Caches sind auch physikalisch nahe dran an der Pipeline oder geografisch nahe dran an der Pipeline, formulieren wir es so. Dann gibt es durchaus separat auf dem Processor Die typischerweise noch, also auf demselben Stück Silizium, noch On-Chip-Cache in Level-2-Cache, der ein bisschen größer ist. Also vielleicht auch mal ein Megabyte groß. Größenordnung. Ja, es gibt auch 2 Megabyte wahrscheinlich irgendwo. Interessiert mich jetzt gar nicht so sehr, die Größe hier anzuschauen. Solche Caches ist übrigens Speicher, der wird irgendwie speziell bedient, das müssen wir nächste Stunde diskutieren. Wie man das bedient. Der ist natürlich viel kleiner als der Hauptspeicher und nur Teile des Hauptspeichers können da drin stehen. Da gibt man Adressen rein und kriegt Daten raus, aber anders als im Speicher. Dann gibt es vielleicht noch einen Level 3 Cache, extern, der Backside Cache. Der ist dann vielleicht auch noch mal ein bisschen größer. Wobei es gar nicht so viel bringt, die hier allzu groß zu machen. Das bringt dann nur noch marginal mehr Performance. Und dann haben wir den Hauptspeicher. Das ist das, was Sie riegelweise kaufen. Und was kosten? 8 GB kostet im Augenblick irgendwie so 40 Euro oder so ähnlich. Also zumindest die man als Upgrade so in einen Desktop-Rechner oder in manche Notebooks reinstecken kann. Und dann haben wir noch als nächste Stufe den virtuellen Speicher. Da wird auf diesem langsamen Magnetspeicher Teile des Adressraumes ausgelagert und ich hoffe, wir kommen nächste Woche dann auch gerade dran vorbei, damit ich Ihnen das kurz erkläre. Es gibt noch ein bisschen ROM oder Flash oder sowas, da stecken in unseren Computern typischerweise irgendwelche solche Bootstrap-Loader drin, das BIOS oder das UEFI oder sowas. Es gibt ein bisschen Parameterrahmen, da kann man sich nach den Namen vom Computer und IP-Adressen oder Ethernet-Adressen und so Zeug merken. Und bei Embedded Systems steckt häufig in dem Flash auch noch jede Menge Betriebssystem drin. Und bei unserem Mobiltelefon, da hat es auch Flash, in dem das ganze Betriebssystem drin steht und die Fotos, die wir gemacht haben und die Apps. Jetzt müssen wir uns um Hauptspeicher kommen, dynamisches RAM. Also das dynamische RAM, das ist ein Kondensator und ein Transistor pro Speicherzelle. Der Transistor, das werden wir uns gleich anschauen, wie es funktioniert, der dient dazu, den Zugriff zu regeln zu diesem Kondensator. Und das mit dem Kondensator ist eigentlich eine triviale Geschichte. Den 1er repräsentieren wir mit vielen Ladungsträgern im Kondensator und den 0er repräsentieren wir mit der Abwesenheit von Ladungsträgern im Kondensator. Also wir laden den Kondensator auf, wenn wir eine 1 speichern wollen und wir entleeren den Kondensator, wenn wir eine 0 speichern wollen. Der Transistor, das ist so ja, der Schalter davor, mit dem wir schließen, wenn wir mal reingucken wollen, ob da Ladungsträger drin sind, 1, oder ob keine Ladungsträger drin sind, 0. Beziehungsweise, wenn wir das Ding betanken wollen oder auspumpen wollen. Wenn wir 0 speichern wollen, müssen wir den Kondensator auspumpen. Wenn wir 1 speichern wollen, müssen wir den Kondensator vollpumpen. Und dazu gibt es diesen Transistorschalter vor dem Kondensator. Und das ist die 1-Kondensator-Zellen und da
könnte ich noch so ein Teilbild hier, ne, das ist der Kondensator, hier ist der Transistor, so sieht das ungefähr aus. Das ist der Schalter, mit dem wir hier reingucken können in den Kondensator, und dieses Teilbild, das sollte ich natürlich noch hier auf die erste Seite oben drauf rechts dazu packen. Bevor wir uns jetzt anschauen, wie die Schaltung ist, um es zu verstehen, wie es funktioniert, dann verstehen wir auch, warum das Zeug so funktioniert, wie es eben ist, und warum es manchmal langsam ist, der Zugriff, und. Das werden wir gleich diskutieren. Aber der Zugriff auf das DRAM, der sieht so aus, dass wir eine Adresse haben. Über den Adressbus haben wir schon gesprochen. Wir hatten ja auch dieses Beispiel von dem 386er oder 486er Adressbus beim Kapitel Zugriff auf Hardware. Wir haben also hier eine Adresse, die stecken wir hier in den Adresspuffer rein. Und dann haben wir hier ein paar Bits, mit denen wir den Speicher steuern. Da ist dieses Write-Enable. Wenn das auf, hier steht der Schrägstrich davor, heißt negativ invertierte Logik. Wenn das auf 0 ist, dann wollen wir in den Speicher schreiben. Wenn das auf 1 ist, wollen wir es im Speicher lesen. Die Adresse von so einem RAM-Chip, vom Speicher, die ist, so wie der Speicher organisiert ist, zweiteilig. Da gibt es, denn der Speicher, der ist so als Matrix organisiert. Da gibt es, die Bits sind in Zeilen angeordnet, in Zeilen und in Spalten. Also wir selektieren eine Zeile, das ist diese Row Address. Ein Teil des Speichers, der Speicheradresse sagt, welche Zeile wollen wir haben. Und dann haben wir hier zum Beispiel in einer Zeile 8000 Bit nebeneinander. Der Prozessor will natürlich nicht alle 8000 Bit haben, sondern er will nur 32 Bit von diesen 8000 haben. Das heißt, im zweiten Schritt müssen wir hier eine Spaltenadresse liefern. Im ersten Schritt sagen wir als, wir wollen diese Zeile hier unten in diesen Zwischenpuffer haben. 8000 Bit kriegen wir, oder 16.000 Bit, je nachdem, wie diese Matrix hier organisiert ist. Wir können hier 16.000 Zeilen, 16.000 Bit haben. Wenn wir also hier 16.000 Zeilen mit 16.000 Bit haben, dann müssen wir hier 14-Bit Zeilenadresse reinstecken und dann hier unten nochmal 14-Bit Spaltenadresse. Diese Spaltenadresse, die wählt dann hier aus diesen Bits, die hier drin stehen, aus den 16.000 Bit hier unten 32 aus. Die 32 kommen in den Datenpuffer und kommen zu unserem Prozessor hin, über den Bus, über den Speicherbus. Also, als erstes legen wir hier die Zeilenadresse an, deshalb gibt es hier so ein Signal, Row Address Strobe, das sagt dem Speicher, so, jetzt liegt hier außen eine gültige Zeilenadresse an. Und dann macht der Speicher was und nach einer kurzen Zeit steckt hier unten in den Verstärkern die ganze Zeile drin. Erst dann braucht er die Column Address, der Speicher. Und das sagen wir hier, jetzt liegt hier gültige Spaltenadresse an und der Spaltendecoder, der sagt dann, welche Bits wir hiervon haben wollen. Die Bits ab da und 32 Stück oder 64 Stück. Also die hier Regeln sagen, welchen Teil der Adresse wir hier anlegen. Erst die Row Address, dann die Column Address. Der Speicher kann auch gar nicht parallel alle Adressen brauchen, weil er immer erst eine Zeile auswählen muss und hier hineinstecken muss, bevor er die Spaltenadresse überhaupt benutzen kann. So, wie funktioniert das jetzt mit dem dynamischen Speicher? Also wir haben hier drin, hier haben wir die Row Address. Hier. Da kommt eine Adresse rein und wenn das hier sagt, wir haben jetzt eine gültige Row Address, dann überlegt sich die Schaltung, dann sagen wir mal, wenn da als Row Address 1 drin steht, dann wird diese Leitung hier aktiviert, diese blaue hier. Wenn als Row Address 0 drin steht, wird diese hier adressiert. Wenn als Row Address 16.000 drin steht, wird diese hier unten, die Leitung, horizontale Leitung aktiviert. Dann werden also alle die Transistoren hier, der da, der da, der da, der da, der da, der da, bis zu dem hier hinten, 16.000 Transistoren zum Beispiel, wenn wir 16.000 Spalten haben, werden all die adressiert. Und dann
liegt der Kondensator an dieser Leitung. Der hier an dieser Leitung, der hier an dieser Leitung, der hier an dieser Spaltenleitung. Und das gucken wir uns jetzt hier mal oben in diesem gelben Rechteck an. Die Transistoren, die sind ganz klitzeklein, da fehlt noch eine geschließende Klammer. Die sind ganz klitzeklein. Wir wollen ja Millionen, viele Millionen, 256 Millionen auf einem so einen kleinen Chip unterbringen. So groß. Das war so ein Array mit 16.000 mal 16.000 oder so ähnlich. Also die wollen wir auf dem Chip und das wären 256 Megabyte. Ne? Die wollen wir auf so einem Chip unterbringen. Megabit, Entschuldigung. Auf einem. Das heißt, diese Transistoren, diese Kondensatoren, die haben eine ganz mikroskopisch kleine Fläche. Wir können also nur ein paar Picofarad Ladung drauf unterbringen. Und das sind ganz klitzekleine Unterschiede, die müssen wir irgendwie messen. Wenn wir hier lauter Einser drin haben, dann, also Entschuldigung, lauter Ladungsträger drin haben, eine 1 drin haben, lauter Ladungsträger drin haben und der Kontakt hier geschlossen ist, der Transistor leitet, dann gibt es hier auf dieser senkrechten Leitung ein paar mehr Ladungsträger als vorher. Wenn hier nur Nuller, keine Ladungsträger sind, wenn es sozusagen leer ist, der Kondensator, dann saugt dieser Kondensator von dieser Leitung hier ein paar Ladungsträger in sich hinein. Hinterher ist also der Zustand von diesem Kondensator zerstört. Wenn eine 1 drin war, ist es hinterher nicht mehr richtig eine 1. Wenn eine 0 drin war, ist es hinterher nicht mehr richtig eine 0. Lesen zerstört also all die hier. Gleich nach dem Lesen müssen wir also irgendwie das wieder frisch zurückschreiben. Das machen wir gleich. Jetzt der ganze Prozess. Jetzt kommt die raffinierte Idee. Wir laden jede von diesen Leitungen, Sie sehen, die sind symmetrisch aufgebaut. Die zweite Spalte hängt an der rechten, die dritte Spalte wieder an der linken, die vierte an der rechten, bis hier unten wieder an der linken. Wir laden all diese Leitungen hier, ja, vielleicht ein bisschen blöd gezeichnet, wir laden all diese Leitungen hier, diese hier und diese hier und die und die und die und die, 32.000, 16 mal 2, die laden wir auf mit der Betriebsspannung dividiert durch 2, die Hälfte der Betriebsspannung. Also die hat jetzt hier VCC halbe und die hat VCC halbe. Und beide kommen hier unten in diesen Sense Amplifier rein. Und dieser Sense Amplifier, der macht nichts als die Spannung mit der hier vergleichen. Wenn die hier auf VCC halbe sind und wir schließen diese Leitung, dann bleibt das hier auf VCC halbe. Wenn hier Ladungsträger drin sind, fließen die raus und liegen hier noch auf dieser senkrechten Leitung an. Dann haben wir ein paar mehr Ladungsträger auf dieser Leitung. Das heißt, die hier hat eine etwas höhere Spannung als die. Daraus schließt dieser Sense Amplifier messerscharf. Hier hat es ein paar mehr Ladungsträger als hier. Hier ist ein bisschen mehr Spannung als da. Also war hier eine 1 drin. Okay? Dann ziehen wir diese Leitung hier auf VCC und die auf 0. Das Gegenteil. Wir haben uns jetzt also hier unten entschieden, da war eine 1 drin, wir ziehen das auf VCC und wenn das auf VCC gezogen ist, dieser Transistor ist immer noch offen, da fließen hier ganz viele Ladungsträger rein. Jetzt schauen wir uns den anderen Fall an. Das hier war 0, leer, keine Ladungsträger. Das hier ist auf VCC halbe geladen. Wir schließen diesen Transistor, der Kondensator saugt ein paar Ladungsträger, so viel wie er kann, der saugt sich jetzt voll. So viel wie er kann, saugt er Ladungsträger ab, so viel wie er kann. Der saugt sich voll. Jetzt, hier sind ja mehr als hier. Also saugt er sich voll. Und jetzt haben wir hier drin, haben wir ein paar weniger Ladungsträger. Jetzt wird der hier, die Leitung hier, weniger Spannung haben als die Leitung. Und wir schließen. Dann waren hier wohl keine Ladungsträger drin, hier unten. Das Bit war 0. Wir ziehen das hier auf 0 und das hier dann aufs Gegenteil. Jetzt haben wir ausgelesen, dass hier 0 ist. Übrigens, wenn wir in dem Augenblick, wo wir das hier auf 0 ziehen,
saugen wir wieder die Ladungsträger hier raus und hier sind dann wieder keine drin. Also durch das Lesen und die Verstärkung hier unten wird der Inhalt hier wieder hergestellt. Er ist zerstört in der ersten Phase vom Lesen, in der zweiten Phase vom Lesen wieder hergestellt. Jetzt sind wir hier fertig, schalten das Row Select ab und jetzt haben wir hier unten drin stehen 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Die Bits, die hier oben drin waren. Und die sind jetzt auch gleich wieder frisch betankt. Ganz leer oder ganz voll. Jetzt kommt dann die Spaltenadresse, da wird dieser Sense Amplifier hier aktiviert und der gibt dann, der hat zum Beispiel ein 1 gelesen, der hat eine 0 gelesen und wir wollen das hier, die Column Address Job war, will die ersten Bits haben, dann geben wir das in den Data Out Buffer und dann können wir es weiterleiten an den Prozessor. Also der Leseprozess besteht darin, erstmal all diese roten Leitungen auf VCC halbe. Dann eine von diesen Leitungen durch den Row Select, das braucht einen Augenblick. Dann den Row Select anlegen, eine Zeile hier auswählen und diesen Sense-Prozess einleiten. Das braucht einen Augenblick, bis sich hier die Spannungen stabilisiert haben. Das hier ist ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger als das hier, beziehungsweise, wenn wir das hier lesen, ist das hier ein bisschen mehr oder weniger als das da. Und daraus ziehen wir hier unten unsere Schlüsse. Wenn das erledigt ist, wird das wieder hier zurückgeschrieben und wir sind endgültig hier fertig. Wenn wir das übrigens schreiben wollen, dann haben wir auch wieder hier unten, dann müssen wir erst die Zeile lesen, dann müssen wir hier die Spalten ändern, die zu ändern sind und dann können wir das mit den Sense-Amplifiern hier wieder zurückschreiben. Lesen ist ein bisschen komplizierter, aber nicht viel. Aber beim Lesen müssen wir auch immer erst, beim Schreiben, Entschuldigung, Schreiben ist ein bisschen komplizierter, beim Schreiben müssen wir auch erst lesen. Denn wir lesen aber die ganze Zeile und dann müssen wir die Änderung einsetzen und dann müssen wir es wieder zurück. Dann können wir es erst schreiben. Wir wollen ja nicht die ganze Zeile zerstören, wir wollen ja nur einen Teil schreiben. Also brauchen wir auch diesen Row lesen, Column Address hier reinschreiben und dann Zurückschreibmechanismus, die ganze Zeile zurückschreiben. Mechanismus. Drei Phasen beim Lesen: Precharge, Row Address, Column Address. Und dann eine vierte Phase, wenn Sie so wollen, Abtransport zum Prozessor. Und beim Schreiben ein bisschen anders, aber Sie können sich überlegen, wie es geht beim Schreiben, ne, Data In Buffer, erst lesen, dann ändern das, was die Column Address anzeigt und dann zurückschreiben am Ende. Hä, wo ist das Bild? Oh! Da ist noch ein Bild verloren gegangen. So ein Mist. Nee, oder? Ja, nein. Augenblick. Ich schaue mal, ob ich es woanders habe. Nee, auch nicht. Wo ist das Bild? Ja, tut mir leid. Also, das Mist, dass das Bild hier fehlt. Nee, oder das hier, ist es hier drin? Warum nimmt jetzt immer das da trotzdem? Hä? Drücken wir mal hier. Na gut. Hier sollte eigentlich noch so ein Timing-Diagramm sein. Ich muss das in Ordnung bringen. Ich weiß nicht, warum das verloren gegangen ist oder wo es ist. Müssen wir sich raussuchen. Entschuldigung. Also in dem iBook, was jetzt dann auch bald fertig wird, damit Sie sich noch ein bisschen vorbereiten können auf die Prüfung, da wird das dann schon drin sein. Das können Sie natürlich auch wieder von meinem Server holen und
eventuell auch das PDF, da solltest du auch drin sein. Also gut, der Ablauf. Erst sagen wir, ob wir lesen oder schreiben wollen. Dann kommen die höheren Bits der Adresse, die Zeilenadresse, werden an den Speicher angelegt und wir geben dieses Row Address Strobe Signal. Dann wird die Row Address dekodiert hier drin. Das braucht einen Augenblick. Wir müssen ja aus 12-Bit, 14-Bit eine von 16.000 Leitungen auswählen. Also bei 14-Bit müssen wir eine von den 16.000 Leitungen auswählen. Dann haben wir so eine Schaltung, die uns aus einer Bit-Kombination ein Signal macht für die richtige Leitung. Das dauert einen Augenblick. Zeile ansteuern, dann wird die Zeile ausgelesen, wir müssen sie verstärken. Dann legen wir die niederwertigen Bits an von der Adresse, geben den Column Address Strobe, wählen die Bits aus, dann haben wir die Daten und können sie abtransportieren. Jetzt müssen wir noch die Kondensatoren wieder nochmal, die werden parallel hierzu gleich noch aufgeladen und danach machen wir wieder den Precharge auf VCC halbe, das heißt also all diese Leitungen wieder auf VCC halbe bringen. Was übrigens beim Lesen stört ist, also wenn wir das erste Mal lesen aus dem Speicher, dann sind die Leitungen hier schon alle auf VCC halbe. Wenn wir dann hier ein paar Byte gelesen haben und wollen gleich wieder hier drin lesen in diesem RAM-Chip, muss der nochmal den Precharge machen. Der kostet ein bisschen Zeit, bevor wir lesen können. Also das erste Lesen ist ein bisschen schneller als das zweite und das dritte und das vierte und das fünfte. Wenn wir uns ein bisschen Zeit zwischen den Lesevorgängen lassen, ist der Precharge schon wieder erledigt. Das ist so die Sequenz, der sequenzielle Ablauf. Die Zugriffszeit beim ersten Mal liegt so in der Größenordnung von 50 Nanosekunden bei SD-RAM. 50 Nanosekunden, wir rechnen schnell nach, unser Prozessor hat einen Takt von 2 GHz. Jeder Zyklus ist, sagen wir mal, 2 Takte lang. Ein Zyklus ist also eine Nanosekunde lang. Pro Nanosekunde eine Instruktion. Wenn dieser Speicher beim ersten Mal lesen 50 Nanosekunden braucht und beim zweiten Mal lesen, weil wir noch den Precharge machen müssen, sogar 70 Nanosekunden, bedeutet das, in der Zeit, in der wir einmal im Speicher lesen, können wir 50 Instruktionen ausführen. Und jetzt sehen Sie, warum Instruction Level Parallelism Sinn macht. Wir machen einen Load und dann müssen wir uns irgendwie in dem Prozessor anders amüsieren, irgendwelche anderen Sachen noch machen, bis das Resultat aus dem Speicher kommt. Und das ist auch die Motivation, warum es Caches gibt, über deren Funktion wir noch separat sprechen müssen. Also, ja, an dem Bild könnte man jetzt hier noch Timing und solche Sachen anschauen, wie das hier zusammenhängt mit RAS und CAS und so weiter. Das Bild braucht es einfach noch. Und ich ärgere mich sehr, dass ich es nicht habe. Eine Sache, die wir noch nicht diskutiert haben, das ist das mit dem Refresh. Diese Kondensatoren, die hier drin stecken, die sind ganz nah aneinander. Also der hier, der ist nur ein paar Nanometer, Millionstel Millimeter, ne? Von den nächsten entfernt. Das heißt, wenn der hier ganz voll gepumpt ist mit Ladungsträgern und die beiden Jungs hier sind ganz leer, weil Nuller drin stehen, dann kann es schon sein, dass diese Ladungsträger hier mal so in dieser Kristallstruktur wandern. Wandern im Sinne von weg aus unserem Kondensator. Und wenn es eine Null ist, dann kommen von den Nachbarn so ein paar Ladungsträger an und denken sich, da ist ja noch ein schönes Plätzchen, da kann ich mich ja mal einnisten. Im Wesentlichen strebt das ganze System nach Entropie. Also wir haben dieses Kristallgitter und da sind ja so ein paar Löcher drin und ein paar da gibt es Elektronen, die zu viel da sind und Elektronen, die weggepumpt sind. So Fehlstellen im Kristallgitter, wo eben so ein Elektron fehlt, die Löcher. Und wenn man das Ding jetzt hier auflädt und ein paar Minuten stehen lässt, dann hat sich die Ladung schön gleichmäßig verteilt, Entropie. Das heißt, unsere
schönen Ladungsträger hier, die verkrümmeln sich und machen das hier kaputt. Und nach einer Weile ist das hier alles ausgeglichen und wir haben weder Nullen noch Einsen da, sondern nur schöne Einhalbs. Das heißt, dieses Ding hier und diese Zeile, all die Zeilen, die müssen in regelmäßigen Abständen nachgetankt werden. Also aus den, da wo sich die Einsen, die Ladungsträger verkrümmelt haben, wo die Einsen schlechter geworden sind, müssen wir wieder Ladungsträger nachlegen. Und da, wo wir Nullen haben, wo wir Löcher haben, fehlen von Ladungsträgern, die haben sich dann da wieder Ladungsträger angesiedelt, da müssen wir wieder abpumpen. Und das macht man mit diesem Refresh. Über die Zeit geht Ladung verloren, falls es keinen Read-Write-Zugriff gibt. Und das ist so die Größenordnung von 8 bis 64 Millisekunden, in denen müssen wir wieder ein Refresh machen. Also wir müssen durch den ganzen Chip durch, sagen wir mal alle 32 Millisekunden, jede Zeile auslesen und wieder zurückschreiben. Diese Steuerung, was eigentlich passiert ist, wir erzeugen pro Zeile alle 32 Millisekunden einmal lesen. Und da gehen wir so zyklisch durch. Der Prozessor, es kommt jetzt darauf an, wie das konstruiert ist, für den ist das hoffentlich transparent. Wenn wir Pech haben, ist der Refresh aber gerade zu Gange in dem Chip und wir können gerade mal nicht zugreifen. Dann müssen wir warten, bis der Refresh vorbei ist. Hoffentlich transparent, vielleicht ist es aber auch nicht. Ja, Hidden Refresh heißt nur, dass sich der Prozessor nicht selber um den Refresh kümmern muss, sondern dass das das RAM alleine macht. Aber trotzdem, wenn das RAM gerade am Refresh von der Zeile X ist, dann können wir nicht die Zeile Y lesen. Da müssen wir dann vielleicht noch ein bisschen warten. Also der Refresh, sagen wir mal, wir organisieren den alle 20 Mal pro Sekunde, dann haben wir alle 50 Millisekunden so einen Refresh. Das liegt ja noch irgendwie in diesem Zeitfenster. Und wenn wir, sagen wir mal, 8000 Zeilen haben und wir müssen hier diese Timing-Zeilen T, Column Address Strobe und Row Address Strobe und Row Axis und Column Axis, das ist ungefähr 40 Nanosekunden, dann haben wir 40 Nanosekunden mal 4096 Zeilen, 20 Mal pro Sekunde. Wir verbrauchen also ungefähr 3,3 Millisekunden oder auch 0,3% der möglichen Speicherzugriffszeit mit dem Refresh. Und in der Zeit kann der Prozessor gerade nicht hin an die Daten. Also 3 Promille und wenn es ein bisschen mehr ist, hier mehr Zeilen und so, vielleicht auch mal 6 Promille oder so ähnlich, der Zeit gehen verloren für den Refresh. Und da können wir nichts dran machen. So ist das dynamische RAM nun mal. Die Alternative ist, statisches RAM kaufen, 10-mal so viel Geld für dieselbe Menge Speicher ausgeben. Wenn wir uns ganz spezielle Hochleistungsrechner bauen, machen wir das vielleicht, statisches RAM reinstecken. Vielleicht. Aber da ist auch wieder die Frage, was ist kosteneffizienter? Ja, die Anordnung von dieser Speicherzellenmatrix, die ist nicht nur so zweidimensional, wie ich das hier aufgezeichnet habe, damit wir es erstmal verstehen, sondern die ist auch dreidimensional in solchen Bänken. Das mit den Bänken bringt es auch deshalb, wenn da hier in der da ein Refresh gemacht wird, können wir trotzdem hier lesen. Wenn wir hier gelesen haben und dann in der nächsten Bank lesen, müssen wir nicht auf den auf den Pre-Charge warten. Also wenn wir unsere Speicherinhalte raffiniert verteilt haben über solche Bänke, dann reduzieren wir die Pre-Charge-Wahrscheinlichkeit und die Wahrscheinlichkeit, dass uns ein Refresh passiert. Nochmal, dass wir in den Refresh reinlaufen, nochmal deutlich. Aber Sie sehen, es wird alles ein bisschen schwieriger. Unser Row-Address muss also erstmal eine Bank selektieren, die höchsten Bits davon selektieren die Bank oder irgendwelche anderen Bits, die niedrigsten, kann auch sein, selektieren die Bank und die restlichen dann die Zeilen in der jeweiligen Matrix und dann muss hier unten gelesen und verstärkt werden.
diese Bankanordnung ist jetzt kein besonderes Geheimnis, aber wir brauchen es nicht organisieren können. Und es bringt auch ein bisschen Geschwindigkeit. Sprechen wir ein bisschen über Sorten von DRAM. Es könnte übrigens sein, dass hier auch noch ein Bildchen reingehört, das ich jetzt da nicht habe. Ich weiß nicht, warum die verloren gegangen sind. Sprechen wir noch ein bisschen über DRAM, über die Sorten von DRAM, die es gibt. Wir müssen also erst Adresse anlegen, dann das RAS geben, dann das CAS geben und die CPU wartet in der Zwischenzeit, bis die Daten angekommen sind. So war es klassisch. Die ganze CPU wartet. Man hat sich dann schlauere Speicherarchitekturen ausgedacht. Dazu gehen wir hierhin zurück und überlegen uns, hier unten haben wir ja eine ganze Zeile geladen. Und der typische Speicherzugriff ist doch, wenn wir zum Beispiel Programm lesen oder durch eine Matrix durchlesen oder einen Vektor einlesen zu verarbeiten ist, dass wir erst die Bytes brauchen und wenn es Programm ist, naja, kommt die nächste Instruktion und die nächste Instruktion und die nächste Instruktion und die nächste Instruktion. Die liegen ja häufig schon hintereinander in dieser Zeile drin, die Instruktionen, die wir brauchen. Die erste, die zweite, die dritte, die vierte, die fünfte, die sechste. Und wenn das hier 8000 oder 16000 Bits hintereinander sind, liegen da ganz viele von unseren Instruktionen rum. Also könnten wir doch sinnvollerweise nicht nur die ersten, nicht nur einmal so Bytes daraus lesen aus der Zeile, sondern gleich hinterher noch mehr. Wir geben also erst den Row Address Strobe und kriegen 32 Bit. Hier nach RAS CAS, hier kriegen wir 32 Bit. Und dann geben wir gleich nochmal einen Column Address Strobe und sagen, wir möchten die nächsten 32 Bit abholen oder irgendwo anders in der Zeile 32 Bit abholen. Und nochmal und nochmal. Und dieser Speicher, dieser Fast Page Mode Speicher, der war gekennzeichnet mit 6, ja, so ein Speicher läuft ja auch auf Takten, 6 Takte, bis wir die ersten Bits haben, die ersten 32, dann nochmal ein Column Address und Daten, das kostet nur noch 3 Takte und nochmal 3 Takte, nochmal 3 Takte. Das heißt, wir kommen mit 15 Buszyklen von diesem Speicherbuszyklen an, insgesamt 4 Instruktionen, 128 Bit. Das war eine Technik, das zu machen und ich erzähle das, weil es das dann zum DDR-RAM führt. Dann gab es noch Extended Data Out, das ist so eine ähnliche Technik. Da haben wir zum Beispiel für die ersten 32 und dann 2 und dann 2 und dann 2. Man war ein bisschen schneller, dieser IDO-Speicher. Das hier ist Prozessor asynchroner Speicher. Das heißt, der Prozessor wartet in den asynchronen Na, schon auch synchron in einem gewissen Sinne, aber ich erkläre es gleich im Gegensatz. Der Prozessor hier, der wartet, tut nichts, bis der Speicher die Daten zurückliefert. Na, das ist so dieses Busprotokoll, was wir auch vor ein paar Wochen uns angesehen haben. Wir warten, bis diese Daten hier zurückkommen. Beim SD-RAM, und der Speicher, der gibt uns irgendwann mal einen Acknowledge, so, jetzt kommt der Transfer, uns kommen die Daten. Das SD-RAM ist ein bisschen anders am Bus organisiert. Da gibt es einen Speicherbus, der auf einem bestimmten Takt läuft, 100, 133, 266 oder auch 400 MHz Takt. Ich weiß gar nicht, ob es mittlerweile schon 800 MHz Takt gibt, muss ich nochmal nachschauen. Die CPU legt da drauf die Adresse an und sagt, Speicher besorg mal. Und dann kann die CPU was anderes tun, zum Beispiel andere Instruktionen bearbeiten. Und wir brauchen jetzt zum Beispiel 3 Zyklen hier, 2 von diesen Speicherbus-Takten, um den Precharge zu machen und dann 2 für den Column Address Strobe und 2 für den Row Address Strobe und nach diesen hier haben wir zum Beispiel gelesen. Und die Daten kommen zurück an den Prozessor. Da gibt es, ich glaube, das hier erste ist die CAS-Latenz,
Das hier, das ist das RAS-CAS-Delay und das ist der RAS-Precharge. Hier ist es so rum angeordnet. Ne? Erst CAS-Latenz, dann RAS-CAS-Delay und dann der Precharge, bis wir den RAS geben können. Also, wenn wir zum Beispiel bei so einem Speicher hier mit 266 MHz Takt bräuchten wir 7 von diesen Takten, um auszulesen. Wenn wir jetzt hier den Takt erhöhen, wird es uns typischerweise passieren, dass diese Zahlen hier etwas größer werden. Und wenn Sie RAM kaufen, dann ist das ja so ein, den Speicher beschreibende Kenngröße. Erstens der Takt hier und zweitens dieses Timing. Und das kann man auch im BIOS, die Übertakter von Ihnen wissen das, im BIOS irgendwie einstellen und dann vielleicht eins wegnehmen. Vielleicht hat man ja Glück und der Speicher kann das auch noch. Da kann man dann seinen Computer ein bisschen schneller machen. Die Bencher, die machen sowas natürlich. Das ist das SD-RAM. Heutzutage benutzen wir solches DDR-RAM. DDR heißt Double Data Rate. Und die Idee ist, dass wir das Rückliefern beschleunigen. Wir haben ja hier in dieser Zeile viele Bytes hintereinander. Und wenn unser Prozessor liest, dann sollte er sich am besten nicht nur 32 Bit besorgen, sondern gleich 256 Bit. Auf Vorrat. Das Teure ist ja die Selektion, das Auslesen. Wenn das Zeug erstmal hier unten drin steht, ist der Transfer was relativ Günstiges. Und das nutzt man bei diesem DDR aus. Also, beim DDR-RAM, da findet Datenaustausch an beiden Flanken vom Takt statt. Und wenn das hier ein Takt ist, dann geht es hier rauf und hier kann der erste Datenaustausch stattfinden und hier können der zweite Datenaustausch stattfinden, die zweiten 32 Bit abgeholt werden. Beim DDR-Speicher wird also an beiden Flanken ausgetauscht und ich kann in einem solchen Takt hier, wenn der Bus 32 Bit breit ist, 64 Bit holen. Wenn er 64 Bit breit ist, kann ich 128 Bit kriegen. Bei dem DDR-Speicher, da verdoppelt man den Bustakt. Also der Bustakt ist jetzt dann zweimal, beim DDR2-Speicher, dann ist der Transfertakt höher als der Bustakt. Und beim DDR3-Speicher ist der Transfertakt viermal größer als der Speichertakt. Und wenn Sie dann so Zahlen sehen, für DDR3-Speicher, irgendwie sowas wie 1877 oder so ähnlich, dann bezieht sich das auf diesen Transfertakt und der Speicher braucht einfach für diesen Gesamtzugriff, sagen wir mal, 18 von den Speicherbustakten. Dann kommen eigentlich die Daten, wenn er mal die Zeile geholt hat, kommen die nach dem ersten, die auf höhere Geschwindigkeit. Und das ist ein typisches Szenario für Speicher, dass das dann, dass wir ja so zeilenweise abholen oder zeilenweise, 256-Bitweise oder so abholen. Und das funktioniert ja auch meistens, dass dann eben hier unten in diesen Verstärkern mehr als die 32-Bit drin sind, wenn wir nicht gerade ganz hier am Ende von der Zeile zugegriffen haben. Also da können wir durchaus Glück haben und dann hier mit relativ hohem Takt viele von diesen Bytes bekommen, die wir da, oder Bits bekommen, die wir da ausgelesen haben. Allerdings, wenn wir Pech haben und unser Speicherzugriffsmuster so völlig randomisiert ist, wenn wir eine Matrix spaltenweise durchgehen und nicht zeilenweise durchgehen, das liegt dann halt gerade blöd im Memory, dann nützt uns das nichts, sowas da. Also vielleicht müssen wir uns überlegen, wie die Sachen im Speicher liegen und wie wir unseren Zugriff auch optimieren können, mal parallele Hochleistungssoftware bauen wollen. Dann wollen wir vielleicht unsere Speicherstrukturen gerade auf die Zugriffsstruktur optimieren, die Abbildung von unseren Matrizen in den Speicher optimieren. Ich habe hier hinten noch kurz ein paar Probleme von DRAM zusammengefasst, also diese Adressmultiplex kostet ein bisschen Zeit. Der Precharge bestraft den Mehrfachzugriff auf den Speicher hintereinander. Gerade so ein spaltenweiser Zugriff in der Matrix ist eigentlich nicht gut. Das hier, EDO, SDRAM, DDR, beschleunigt den sequentiellen Zugriff.
Also wenn wir unser Programm anschauen oder wenn wir eine Zeile in der Matrix lesen. Aber die 50 Nanosekunden, über die wir gesprochen haben, das ist eben auch 50 Prozessorzyklen oder mehr bei einer modernen CPU. Also einmal in den Speicher und wir verlieren massig Leistung. Ich will hier unten noch was dazu sagen. Ich weiß, Sie wollen in die Mensa rennen, aber das sage ich noch kurz. Statisches RAM kann man mit so ungefähr 6 Transistoren, vielleicht auch ein bisschen weniger, pro Speicherzelle aufbauen. Dann führt man auch alle Adressleitungen zum Chip. Es wird sofort voll ausdekodiert. Wir haben keine Refresh-Zeiten und die Zugriffszeit ist ungefähr die Zykluszeit vom Speicher. Allerdings ist auch die Kapazität deutlich geringer. Und der Speicher ist bei gleicher Kapazität deutlich teurer, aber auch schneller. Das muss man sich jetzt einfach überlegen, was man haben will. Vielleicht gibt es auch Teile des Speichers, die man als statisches RAM ausführt. Und es gibt solche Anwendungen, die auch vernünftig sind. Aber das System ist halt dann bei der gleichen Anzahl Speicher deutlich teurer. Also überlegt man sich, statisches RAM kaufe ich mir weniger. Und nur das, wofür ich es wirklich ganz, ganz dringend brauche, führe ich als statisches RAM aus. So, beim nächsten Mal müssen wir noch ein bisschen über Flash sprechen und wie das funktioniert. Und dann packen wir nochmal den Speicherbus an und kümmern uns um Caches. Ich freue mich darauf, Sie am nächsten Montag um 11 Uhr wiederzusehen.